Ja, meine Damen und Herren, wir haben natürlich auch Dinge, die die Welt kaum braucht. Ja, da auch über solches gibt es Informationen. Natürlich. Und ein Berliner, der weiß das. Ein Berliner, ja, ein Berliner, wie soll das anders sein? Er hat viel der Welt gesehen. Ja, wie geht das eigentlich? Ja, das lassen wir uns einmal erklären. Na bitte, hier Ton ab. Na, was soll denn das? Na also, ja. So, also Sie sagen uns jetzt mal an, weltliches Verständnis, ja. Das haben Sie, ja. Und warum sind Sie als Berliner solches, dass Sie uns sagen kann, Entschuldigung, sagen können, ja, sagen können, was überhaupt eine Art von weltliches Verständnis ist, damit da irgendein Bauerntrottel hier irgendwo in diesem Land hier irgendwie hier nicht dauernd irgendwelche schwachsinnigen Fragen stellt, ja? Das mal hier dieses angesagt ist, ja? Das kann ich Ihnen sagen. Also ich muss Ihnen erstmal einen Vorhang liften, ja? Das geht erstmal so. Also es gibt Menschen, die haben einen Hang in ihrer... Sie suchen die Nähe der Öffentlichkeit. Warum ist das so? Ja, sehen Sie, wenn Sie in einer versteckten Ecke da irgendwas vor die Rübe bekommen, verstehen Sie, da irgendwo Mafiosi-artig, dann geht das in einer dunklen Ecke, versteckt, anonym, und dann sind Sie weg vom Fenster. Ja? Und es gibt Menschen, die haben manchmal Dreck am Stecken. Und wenn die Dreck am Stecken haben, dann suchen die den Weg der Öffentlichkeit. Das geht bis in den Populismus hinein. Weil eine sogenannte Transparenz der Öffentlichkeit kann ihnen auch einen Schutz gewähren. Es gibt Menschen, die suchen den Schutz der Öffentlichkeit. Ja, nee, das verstehe ich nicht. Wie meinen Sie das? Ja, das habe ich Ihnen noch gesagt. Die suchen den Schutz der Öffentlichkeit für vielerlei Dinge der eigenen persönlichen Krankheiten, die an ihnen sind. Das muss man ihnen doch auch mal sagen. Ja? Da brauchen Sie keinen Psychologen für. Das ist einfach menschliches Verständnis. Ja? Wenn Sie da einfach mal sagen, ich bin in einer Großstadt aufgewachsen, ich habe Menschen gesehen. Ja? Ich verstehe die da alle. Ja, das können Sie aber nicht sagen. Wie geht es mit dem Schutz der Öffentlichkeit? Ja, das ist es ja. Das ist, was Ihnen so eine schwachsinnige YouTube-Kanäle da erzählen. Ja, dass da irgendwo eine Person ist, möglicherweise noch ein Adolf Hitler oder irgendein anderer, irgendeiner, wo Sie wie eine Puppe an den Fäden da marionettenartig jongliert werden. Glauben Sie das? Ja, aber wenn Sie sagen, die suchen als Hilflosigkeit nur den Schutz der Öffentlichkeit in ihre dominante populistische Figur, da irgendetwas Großes zu sein, dann ist es ja möglicherweise genau umgekehrt. Ja, das ist es ja. Das ist es ja. Das ganze Volk, die ganzen kleinen Leute da, die ganzen Strippen, die da als Seilschaften an der einzelnen populistischen Person hängen, die zuppeln an denen rum. Jeder nimmt sein Ziehfädchen da und fummelt da und sagt, ich zieh da mal an der Seite, dann zieh ich ihm ans Bein, dann zieh ich ihn am Arm, dann zieh ich ihn an die Nase, und das sind Millionen, die da an eine einzelne Person rumjonglieren. Ja, wie geht denn das? Da weiß der irgendwann gar nicht mehr, ob der noch Männchen oder Weibchen ist. Das wächst ihm ja alles über den Kopf. Da hat er sich ja denn genau ein Eigentor mit dem geschossen, dass er den Weg der Öffentlichkeit gesucht hat und gesagt hat, oh, ich mach jetzt hier... Ja, das gibt es doch. Haben Sie das noch nie gehört? Ja? Von dem, da läuft einer in zu großen Schuhen. Das gab's doch schon immer. Schon immer, schon immer stellt sich einer hin und sagt, ja, das beherrsche ich. Das ist doch ganz normal. Wenn Sie ein junger Mensch sind, in eine Ausbildung gehen, dann werden Sie gefragt, ob Sie sich das zutrauen. Das Zutrauen bedeutet, Sie müssen da die Fäden von oben müssen Sie unter Kontrolle behalten. Ja, und was ist das Gegenteil von dem? Ja, ganz einfach. Wenn Sie als populistische Figur von all diesen Fäden total kontrolliert werden, haben Sie das noch nie gemerkt?
Ja, das verstehe ich nicht. Das ist ja eine Enttäuschung auf junge Leute, was Sie da erzählen. Also das ist ja so entmutigend, wenn Sie sowas sagen, dann macht sich ja keiner mehr auf die Socken. Da warnen Sie ja jeden Menschen, irgendeine Form von Verantwortung zu übernehmen, wenn Sie sowas sagen. Nein, ich warne vor was anderes. Ich warne diese, wer sind die denn da? Diese Weltmeister, diese, die da einfach den Weg ihres Schicksals, von Unmöglichkeiten ihrer eigenen Dummheiten versuchen, hinter einer populistischen Öffentlichkeit zu verstecken, weil das weiß ich, dass das so ist, das weiß ich, dieser Asylant, er war ein Asylant, aus einem Pflegehaus da aus Wien. Dieser eingewanderte Asylant, der hat doch sein Asyltum hinter seine große Ich bin der Führer versteckt. Ja, langsam wird mir das plausibel, wie Sie das meinen. Und Sie glauben, es gibt heute noch Leute, die sind da nur eine Art versteckte Öffentlichkeit von irgendwas, was bei denen da hinter den Kulissen überhaupt nicht funktioniert? Ja, das sage ich Ihnen doch. Ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Jede Person, die Sie vor sich haben, die müssen sich mal illustriert nackig vorstellen, ja? Dann hören Sie mal auf jetzt mit Ihren überdehnten ja? Sie müssen das mal machen. Sie müssen auch mal an so eine Strippe ziehen. Von unten. Ziehen Sie mal von unten an irgendeiner Strippe. Ziehen Sie von unten endlich mal an irgendeiner Strippe. Ja, was haben wir denn davon, wenn wir das tun? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht die Hoffnung der sich demokratisierenden Gesellschaft. Was steht denn da am Reichstag dran? Dem deutschen Volke. Na also, macht sich das Volk mal wieder auf die Socken. Und sagt nicht immer nur Ja und Amen. Zieh mal an einer Strippe. Na also, ich habe Ihnen das doch erklärt. Puppet on the string, wie geht das? Diese Puppen haben so viel Fäden an sich dran. Da muss man manchmal nur an einem falschen Faden ziehen und dann stolpert da einer. Ihr glauben Sie es wirklich? Ein weiß der reichste Mensch weiß so etwas. Machen Sie sich nicht lächerlich. Ja, da bin ich ja wirklich ein Waisenknabe gegen Ihre Ansichten. Ja, das kann sein, das sind Sie wirklich. Das sind Sie wirklich, wenn Sie sind wirklich naiv. Vollkommen naiv, wenn Sie immer ewig da, das da von oben, diese Puppen von, alles hängt an deren, ihren Fäden als Macht, da sind Sie wirklich eine lächerliche Figur. Wie geht denn das? Machen Sie sich keinen Kopf mehr. Ziehen Sie nicht an die falsche Strippe mit sich selber. Suchen Sie sich genau die Strippe aus, an der Sie nicht hängen, sondern an der Sie auch mal selber mitziehen können. Das geht aber vielleicht auch mal. Hä? Ja, wie soll ich das denn machen? Ein Argument? Möglicherweise ein Argument? Sie sagen es was aus? Sie sagen irgendetwas? Sie müssen mal was sagen. Wissen Sie es ja auch, ne? Ja. Wenn Sie mal was sagen. Na gut. Dann nehme ich mir das mal zu Herzen, was Sie mir jetzt hier gesagt haben. Na bitte, dann haben Sie es. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, die Puppen laufen wie die Puppen und die Puppen sind die Puppen. Natürlich, wir sind alles nur noch Puppen. Das ganze Puppentheater. Ja, wo führt das hin, dieses Puppentheater? Nicht zum Aushalten. Ja, das war's doch mal hier. Ihre Berliner Ecke. Ihr Sprachfunk. Hallo, hallo, Ihr Sprachfunk.